Die Stimmung ist etwas ganz Besonderes. Auf dem Michaelsberg finden die Kar- und Ostertage statt. Unter dem Motto "Durchkreuztes Leben" verbringen etwa 25 junge Erwachsene die Feiertage gemeinsam. Organisator Daniel Wunder freut sich dabei besonders auf den Kreuzweg. Ich komme dem Ganzen irgendwie nahe und kann mich da reinversetzen, wie es eventuell damals war. Und ich finde das durchaus ansprechend, wenn man da diese Stationen begeht und sich in das Leiden Jesu reinversetzen kann. Die Teilnehmer feiern auf dem Michaelsberg gemeinsam Gottesdienste und bereiten sich mit Impulsen und Meditation auf Ostern vor. Das Leiden Jesu, sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung von den Toten stehen dabei im Mittelpunkt. Aber was macht die Zeit auf dem Berg denn so besonders? Das Reizvolle hier oben bei den Kar- und Ostertagen ist auf jeden Fall die Tatsache, dass man hier die Tage am Stück erlebt, also nicht nach Hause geht, irgendwie Mittag isst, in seinem Zimmer sitzt, nochmal was anderes erledigt und mal daran denkt, sondern man ist irgendwie am gleichen Setting und das ist auf jeden Fall sehr reizvoll, es so als großes Ganzes zu erleben, mit einem roten Faden, der auch eben an diesen Ort hier geknüpft ist. Und was gefällt den Teilnehmern? Der Ort, die Leute, die mitkommen, also man sieht ja, es ist eine wahnsinnig gute Truppe und die super Ideen für Impulse, für Gestaltung von Karfreitag, jetzt Ostern oder sowas, dass es einfach so nah an einem ist. Dass man es so erlebt, wie man sonst nirgendwo leben kann, also wenn man so im Alltag ist, hier hat man natürlich die Gruppe und nochmal die nähere Betreuung auch mit dem Geistlichen, das ist schon ganz gut. Ja, macht Spaß. Es ist also etwas anderes, als man es von zu Hause kennt. Aber eines darf an Ostern auch auf dem Berg nicht fehlen. Heute das Osterfeuer, das ist immer schön. Das ist echt immer Hammer. Ich freue mich aufs Osterfeuer, das ist immer ganz schön. Wenn dann die ganze Gemeinde um das große Feuer steht und die Osterkerze angezündet wird und das Licht so weitergereicht wird über die einzelnen kleinen Flammen und bis die ganze Kirche hell ist, das ist ganz schön, ja. Und dann kann Ostern endlich kommen. Sei gegrüßt, du verbindest